Bei den Lernsprints für die 7. Klasse Mathe geht es heute um einen speziellen Ortsbereich, die Mittelsenkrechte. Hinter dem Begriff Mittelsenkrechte verbergen sich alle Punkte, die von zwei beliebigen Punkten den gleichen Abstand oder Entfernung haben. Das wollen wir uns jetzt mal in einer kleinen Animation anschauen. Ich zeichne jetzt zwei beliebige Punkte, die nenne ich F und G, hier waagrecht nebeneinander. Und jetzt suche ich alle Punkte, die von den Punkten F und G den gleichen Abstand haben. Das kann ich am besten mit einem Zirkel. Punkte mit gleichem Abstand liegen auf der Kreislinie um den Punkt. Der Radius der Kreise muss gleich sein. Und dort, wo sich die beiden Kreise schneiden, das sind die Punkte, die genau den gleichen Abstand von F und von G haben. So, hier haben wir einen Schnittpunkt und jetzt haben wir unten auch einen Schnittpunkt. Gleiches gilt natürlich auch für Kreise mit anderem Radius. Hier jetzt in der grün gezeichneten Konstruktion angedeutet. Da könnten wir jetzt beliebig viele davon machen. Die beiden Schnittpunkte der Kreise sind immer die Punkte mit gleichem Abstand. Wir haben jetzt schon vier Punkte. Hier mal kurz angedeutet. Und wenn wir die vier Punkte verbinden, sehen wir eine Eigenschaft, sie liegen alle auf einer Linie. So, die zweite Eigenschaft ist jetzt, wenn wir diese Linie mit der Verbindungslinie von F und G betrachten, schneiden sich die beiden in einem rechten Winkel, wie hier zu sehen ist. Und der Abstand vom Schnittpunkt ist für F und G jeweils gleich. Es ist die Mitte der Strecke FG. Deshalb auch der Begriff Mittelsenkrechte. Fassen wir zusammen. Die Mittelsenkrechte der Strecke FG steht senkrecht zu FG und schneidet sie genau in der Mitte. Man schreibt Mittelsenkrechte zu FG, ein kleines m und als Fußnote die Strecke FG. Zum Schluss noch die Konstruktionsanleitung. Man nimmt einen festen Radius im Zirkel, sucht sich einen Punkt, Eckpunkt der Strecke, hier F, dann deutet man hier Ausschnitte des Kreises um F an mit diesem Radius. Wenn man ein bisschen Routine hat, weiß man schon, wo etwa die Schnittpunkte liegen und muss nicht den ganzen Kreis zeichnen. Dann sticht man in G ein, der Radius bleibt gleich, macht dasselbe für den gleichen Kreis um G und hier sieht man schon, die beiden Schnittpunkte, die will man rausbekommen, braucht man nicht viel von dem Kreis zeichnen, verbindet die Schnittpunkte und hat die Mittelsenkrechte. Jetzt habt ihr das Wichtigste zu der Mittelsenkrechten gelernt und damit könnt ihr schon praktische Übungen machen.